Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video erzähle ich dir etwas über den Kondensator als Energiespeicher. Ein Kondensator kann Ladung speichern und das in Abhängigkeit von seiner Kapazität, aber auch, wenn man überlegt, so ein Kondensator, wenn der schon etwas geladen ist, wird es ja immer schwieriger, weitere Ladung unterzubringen, weil ich ja eine Potentialdifferenz überwinden muss. Das heißt, ich muss arbeiten und in dem Moment, wo ich arbeiten muss, erhöhe ich praktisch die Energie. Das kann man sehr schön vergleichen mit einem Berg, wo ich mit dem Fahrrad hochfahre. Ich muss arbeiten, aber dadurch gewinne ich an potenzieller Energie. Und dann ist praktisch, habe ich potenzielle Energie gespeichert. Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Wir haben hier einen Graphen, den du vielleicht schon kennst. Und zwar habe ich hier unten die Spannung und hier oben die Ladung. Und beim Kondensator ist es so, dass die Ladung und die Spannung zueinander proportional sind. Und die Steigung, die sich hier ergibt, ist nichts anderes als die Kapazität. Jetzt hatte ich ja eben schon gesagt, wenn ich eine Potentialdifferenz hier irgendwie überwinden möchte, muss ich arbeiten. Und die Arbeit ist ja die Potentialdifferenz U, das ist die Spannung, mal die Ladung. So, und wenn ich mir jetzt mein Diagramm hier angucke oder meinen Graphen hier angucke, sehe ich, dass da ja schon irgendwie was mit U und Q drin ist. Ich könnte mir ein bisschen nachhelfen, indem ich jetzt hier zum Beispiel mal so, das soll ein Rechteck sein. Und vielleicht mit einem anderen Stift ein weiteres Rechteck neben dran. Das heißt, ich kann mir hier so Rechtecke vorstellen. Und diese Rechtecke haben eins gemeinsam. Sie sind sozusagen Q hoch und U breit. Das heißt U mal Q. Das heißt, wenn ich sozusagen hier unten die Fläche kenne, dann kenne ich die Energie, die im Kondensator gespeichert ist. Und dadurch, dass das Ganze U und Q proportional ist, habe ich hier ein Dreieck. Und die Fläche eines Dreiecks ist eigentlich relativ einfach. U mal Q und davon die Hälfte. Ich habe da mal was vorbereitet. Also, U mal Q hatten wir ja gesagt. Und davon die Hälfte, das ist genau dieses Dreieck. Jetzt kann ich da noch ein bisschen dran rumwerkeln, indem ich zum Beispiel ausnutze, dass die Kapazität, Moment, Stift, die Kapazität C war ja nichts anderes als Q durch U, nämlich die Steigung. Und wenn ich jetzt hierfür das meinetwegen ein bisschen umstelle, ich sage Q ist dann entsprechend C mal U und das kann ich jetzt hier praktisch verwenden und dann habe ich diese Formel hier. Jetzt muss ich da noch, wobei diese Formel, ein halb Cu Quadrat ist tatsächlich das, was so am häufigsten verwendet wird. Ich kann das hier nochmal umstellen, dass dann auch nur die Ladung drin vorkommt. Aber E gleich ein halb Cu Quadrat ist eigentlich das, was man sich merken sollte. Das ist so die am meisten gebrauchte Formel. Und von da aus, wie gesagt,
Mit C gleich Q durch U kommt man eigentlich überall hin, was man halt formelmäßig brauchen könnte. Und das Ganze zeigt natürlich auch sehr schön, weil die Spannung ist ja das, was man anlegt, was man auch im Prinzip sehr gut messen kann. Und die geht quadratisch ein. Das heißt, die Energie steigt mit der Spannung im Quadrat. Das heißt, doppelte Spannung, vierfache Energie. Und bei der Kapazität steigt es entsprechend linear an. Das heißt, doppelte Kapazität, doppelte Energie. Soweit zum Thema Energie beim Kondensator.